Liebe Bürgerinnen und Bürger, Weihnachten ist bei uns die schönste Zeit. Es ist das Heimkommen zu sich selbst, zur Familie und zu Freunden. Wir leben Weihnachten und wir lieben dieses Wohlgefühl. Wenn die Kerzen leuchten, der Weihrauchduft durch die gute Stube zieht und die Beremette sich dreht. Gibt es dann noch selbstgebackene Plätzchen oder Stollen, dann ist die Welt in Ordnung, auch länger als nur für einen Moment. Dann ist die Welt in Ordnung. Ja, das ist ein großer Wunsch. Die Welt wäre in Ordnung, wenn alle Menschen in Frieden und Freiheit leben könnten, wenn es keine Armut und keinen Hunger geben würde, wenn sich alle gegenseitig respektieren und sich nicht mit Hass, Gewalt, Diffamierung und Missgunst attackieren. Und wenn man begreifen würde, dass es nur diese eine Welt gibt, in der wir leben und die wir darum so konsequent schützen müssen. Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen in der Welt, im Land und auch im persönlichen Umfeld. Veränderungen machen einen Teil unseres Lebens aus. Sie sind gut, wenn sie uns voranbringen. Sie können allerdings auch Sorgen und Ängste bereiten, wenn sie zu schnell kommen oder wenn man komplexe Zusammenhänge nicht erkennen oder verstehen kann. Deshalb ist es richtig, wenn wir in Offenheit über Dinge reden oder auch streiten, wie wir Veränderungen bewirken und annehmen können. Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr weiter ins Gespräch kommen und die vielfältigen Möglichkeiten der Demokratie dafür nutzen. Regionales Engagement und bürgerlicher Zusammenhalt sind die Grundpfeiler unserer Entwicklung. Ich wünsche uns eine besondere Achtsamkeit in dieser bewegten Zeit. Möge die Kraft der Weihnachtsbotschaft alles überstrahlen und die Menschen mehr zueinander bringen. Eine frohe Weihnacht Ihnen allen und ein glückliches, gesundes neues Jahr.